Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich sehr, dass wir Marc Pötter wieder dazu gewinnen konnten, mit uns ein Webinar zu machen und zu veranstalten. Vielen Dank, Marc, schon mal an der Stelle. Und das heutige Thema hatten wir bei FX Flat in der Form auch noch nicht gehabt. Von daher freue ich mich persönlich auch sehr und wir sprechen oder der Markt wird heute viel mehr über die Manipulation der Big Player heute sprechen und ich bin sehr gespannt. Nichtsdestotrotz müssen wir kurz einmal auf den Risikohinweis schauen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Marc, kannst du jetzt tatsächlich auch loslegen. Du kriegst jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß vor allen Dingen. Und wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Super, vielen Dank. Jetzt müsste man laut meinem Tool auch mich hören und den Bildschirm sehen. Korrekt, ja. Wunderbar. Ja, dann nochmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich und ich denke auch, dass es wirklich ein spannendes Thema ist. Wir können dann einmal hier den Risiken, was hatten auch nochmal drin, aber den können wir dann ja überspringen. Ganz kurz noch für die, die ich kenne, auch sag mal, die meisten Namen kenne ich, aber für die, die mich noch nicht kennen sollten, Marc Pötter, mein Name, seit über 12 Jahren mittlerweile, professioneller Trader und Investor, also auf der einen Seite Daytrading, was wir auch mit meiner Firma, mit einem kleinen Team machen, dass wir Handelssysteme programmieren, auf der anderen Seite ist bei mir über 90% meiner Altersvorsorge steckt in Aktien drin, also auch langfristig am Aktienmarkt, das interessiert mich sehr und bin halt auch ausgebildeter Investmentanalyst, wo wir genau die Sachen, oder wo ich genau damals in der Ausbildung solche Sachen ausrechnen musste, was ich Ihnen gleich hier vorstellen werde. Deswegen von daher ein interessantes Thema und meines Erachtens wirklich ein Augenöffner, weil da mit Sicherheit Sachen bei sind, wo 97% von Ihnen wahrscheinlich noch nichts gehört haben und auch wo man die Auswirkungen davon halt noch gar nicht so kannte, die aber immens wichtig sind, beziehungsweise die einfach das eigene Trading oder auch fürs eigene Investieren einfach einen riesen Vorteil geben. Wir wollen uns in allererster Linie mal anschauen, was überhaupt institutionelle Marktteilnehmer auszeichnet. Das ist nämlich ein Unterschied zu privaten, aber auch zu anderen großen Marktteilnehmern. Und wir wollen da mal gucken, das ist gerade für uns Trader hier interessant, welche Mythen denn so existieren. Und wenn wir die verstehen, dann können wir nämlich auch dann hinterher besser verstehen, wie tatsächlich die Großen die Märkte manipulieren und wie wir das für unser eigenes Trading nutzen können. Ja, wir wollen uns dann exakt anschauen, wie Großanleger tatsächlich anlegen und natürlich, wie wir das dann für uns nutzen können. Ich möchte direkt einsteigen, was institutionelle Anleger sind. Wichtig ist hierbei, dass die typischerweise über Finanzmittel verfügen, die die Märkte bewegen können. Also von daher kann ich das schon mal vorwegnehmen. Natürlich kann ein institutioneller Händler die Märkte manipulieren. Mit manipulieren hört sich mal ein bisschen negativ an. Letzten Endes heißt es ja nur, dass er die Märkte bewegen kann, dass er einen Kurs bewegen kann. Und das Wichtige dabei ist, was wir unterscheiden wollen, dass ein institutioneller Marktteilnehmer, dass der typischerweise sehr strengen Anlagerichtlinien unterworfen ist. Ja, das heißt zum Beispiel, dass ein Publikumsfonds, der darf nicht wie ein Warren Buffett 40% in Apple investieren. Da würde man sagen, das verstehen wir nicht unter einer Risikostreuung, sondern der muss halt oder darf beim Einstieg bis maximal 5% gehen zum Beispiel und darf dann diese Position bis auf maximal 10% ansteigen lassen, aber er darf nicht sagen, auch die Apple-Aktie läuft gut, ich lasse sie auch auf 15% oder 20% des Portfolios ansteigen, das darf er nicht. Ja, das heißt also, es gibt gewisse Richtlinien, Anlagevorschriften, die den großen institutionellen Marktteilnehmer zu gewissen Handlungen zwingen. Ja, und das ist genau das, was wir uns auch dann gleich anschauen wollen, weil das natürlich eine gewisse Konsequenz auf Marktbewegung hat. Eine Ausnahme hier sind große Eigenhändler. Ich habe gerade schon erwähnt, Warren Buffett darf machen, was er möchte. Er darf 40% in Apple halten. Er dürfte wahrscheinlich auch 100% in Apple halten. Und Hedgefonds, ja, das ist auch, denke ich, bekannt. Deswegen gerade ja auch der Name, dass die absichern dürfen bzw. machen dürfen, was sie möchten. Ja, die dürfen also auch mal mit 35% in einen Future gehen auf Rohstoffe. Das dürfen halt normale Fonds in keinster Weise. Ich fange mal an mit den Mythen, da werden Sie vielleicht auch schmunzeln, der ein oder andere. Und dann wollen wir mal gucken, wie das denn tatsächlich ist. Ja, das ist so was wir auch im Kundenkreis so typischerweise hören.
Ja, Herr Pötter, wenn ich weiß, was die Großen machen, dann kann ich profitabel handeln. Werden wir uns gleich anschauen, ob dieses Wissen tatsächlich glücklich macht oder nicht. Dann haben wir noch sowas, hören wir auch sehr häufig, die Großen treiben den Kurs rauf, fischen die privaten Trader ab und lassen den Kurs dann wieder fallen. Ja, also, dass man so als privater Trader so das Gefühl hat, man ist ein Spielball von den Großen, ja, und die können mich fischen und können dann halt quasi den Kurs in die richtige Richtung treiben und nehmen da mühelos die Profite mit. Das ist so mein Lieblingssatz, hört man immer wieder auf NTV. Anleger nehmen Gewinne mit. Das ist dann so eine Schlagzeile abends, wenn die Märkte angestiegen sind. Ja, da kann ich Ihnen sagen, da gehen meine Nackenhaare sofort hoch. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Auch das werden wir uns anschauen. Aber das sind alles wichtige Dinge. Wenn wir mit diesen Mythen nicht aufräumen, dann können wir das nur sehr schwer verstehen, wie denn Große überhaupt anlegen. Und deswegen will ich das einmal zeigen. Und vielleicht hat auch der ein oder andere sich ertappt, dass er sagt, ach, das ist doch gar kein Mythos, das ist doch so. Keine Sorge, ich werde alles, ich sag mal, sehr logisch beweisen können, wenn ich irgendwas entkräfte, was Sie selber auch immer nachgoogeln können oder nachvollziehen können. Ja? Weil einfach nur glauben, da bin ich kein Freund von, sondern hat man mehrere Meinungen, man muss die Sachen selber nachvollziehen können. Ganz kurz, was machen die Großen? Also hier schon mal, wenn also ein großer risikofrei die Märkte irgendwo beeinflussen könnte, dann würde er nur Geld verdienen. Wir sehen hier, das ist jetzt ein Hedgefonds, das heißt, er darf sogar machen, was er möchte. Und der hat zum Beispiel in einem Quartal 20% verloren. Das heißt also, auch bei großen, sehr aktiven Fonds ist es nicht unüblich, dass die auch mal eine gewisse Strecke haben, wo sie Geld verlieren. Das heißt also, ja, der Markt schenkt keinem was, auch keinem Großen etwas. Oder ein anderes sehr bekanntes Beispiel, jetzt der ARK Innovation Fund, als ein sehr populärer Fonds. Der hat also auch letztes Jahr von 150 auf 38, also so circa 68% Minus gemacht. Also auch da sieht man, dass die Glaskugel, die hat einfach keiner. Und das ist immer wieder wichtig, weil wenn ich immer auf der Suche nach der Glaskugel bin, die es aber nicht gibt, dann bleibe ich halt auch mein Leben lang auf der Suche. Und das möchte ich Ihnen und anderen ersparen. Das brauchen wir nicht. Das nochmal so kurz als kleinen Einblick, dass langfristig der Bridgewater, dass dieser Hedgefonds, den ich eben angesprochen habe, dass der gut ist. Ja, also langfristig sehen wir, dass der schön steigt, aber zwischendurch haben wir halt schon mal hier gewisse Rücksetzer, weil die jetzt langfristig nicht so schlimm aussehen, aber in dem Moment, wenn wir das mal hier unten schauen, das ist das, hier war es schon fast ein Jahr lang, ja, dass er einen Drawdown hatte, aber man sieht, langfristig schaffen die es dann doch wieder, zumindest gerade jetzt hier dieser Bridgewater Fund, dass der langfristig gut dasteht. Also auch die müssen mit gewissen Drawdowns kämpfen, die wir als Privattrader auch haben. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, was wahrscheinlich vom Bild her viele von Ihnen kennen, aber die Auswirkungen davon, die wollen wir uns jetzt mal anschauen, nämlich von dem Orderbuch. Weil wenn ich das verstanden habe, und mit verstehen meine ich, dass ich das tatsächlich logisch nachvollziehen kann, was hier passiert, dann können wir schon mit den Mythen, die ich eben sagte, ganz anders umgehen. Und dann werden Sie tatsächlich auch sehen, dass ich Ihnen das tatsächlich, wenn ich Mythen entkräfte, die sehr logisch und sachlich entkräften kann. Es geht hier darum, das ist ähnlich wie bei eBay, dass man gewisse Gebote abgibt. Ja, das heißt also hier auf der rechten Seite, hier haben wir einen Brief. Das heißt also hier sind die Verkaufsgebote. Das heißt, hier stelle ich ein, was möchte ich, oder wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, dann kann ich sagen, ich möchte einen Limitverkauf einstellen von mindestens 4,72. Ja, wer ist zum Beispiel hier ein Händler, der sagt, er möchte 500 Stück, möchte er zu 4,72 verkaufen und nicht billiger. Hier unten auf der anderen Seite, das ist die Kaufseite, da stehen die Limitkäufe drin. Ja, das heißt also zum Beispiel jemand, der in die Aktie einsteigen will. Wenn er jetzt nicht mit einer Marktorder einsteigt, dann kann er sagen, ich möchte mindestens 4,47 haben. Das heißt, ich möchte nicht teurer einkaufen als die 4,47. Ja, in dem Fall könnten wir sehen, dass also auch 500 Stück könnte ich also auf jeden Fall zu 4,47 verkaufen. Ja, also das ist wichtig und der aktuelle Kurs ist im Prinzip immer der, wo sich zwei Ordern treffen. Das heißt also, wir können immer sagen, dass der aktuelle Marktpreis, der aktuelle Kurs, den wir sehen, den wir auch im MetaTrader zum Beispiel sehen, ist immer das, wo ein Kauf auf einen Verkauf trifft. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir also immer zwangsweise so haben, dass in dem Moment, wenn wir einen Kurs sehen,
dass wir immer einen Käufer und einen Verkäufer, dass die sich einigen. Und das ist ganz wichtig. Und da werden wir uns jetzt anschauen, warum das so ist. Weil wir hatten ja als einen Mythos gehabt, wenn ich weiß, was die Großen machen oder was der Große macht, dann kann ich im Prinzip profitabel handeln. Oder auch den anderen Mythos, was ich reingeschrieben hatte, die Großen fischen die Kleinen und treiben den Kurs hin und her. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, und ich denke, da wird mir jeder zustimmen, dass für einen Kauf, also wenn ich irgendwas kaufen will, brauche ich immer einen Verkäufer, der mir etwas verkaufen möchte. Das heißt, wenn wir quasi nochmal nach dem Mythos ausschauen und sagen, die Großen gegen die Kleinen, das ist ja das, was ich hier eingezeichnet habe, dann stellt sich doch die Frage, wie soll denn ein großer Käufer tatsächlich gegen die Kleinen handeln, weil ja die Menge viel, viel größer ist, die er kaufen möchte, als die kleinen Verkäufer verkaufen können. Das heißt also, rein mathematisch ist es überhaupt nicht möglich, dass die Großen gegen die Kleinen handeln. Ja, weil wenn ich einen Handel stattfinden lassen möchte bei einem Großen, ist es doch dann zwingend notwendig, dass ein Großer typischerweise gegen einen anderen Großen handelt. Ne, weil nämlich hier die Kleinen, die könnten wir mal quasi mal so rausstreichen, die machen halt relativ wenig aus. Ne, natürlich bringen die auch ein bisschen was rein, aber das ist, kann man ja auch nachlesen, auch in der Börse Frankfurt zum Beispiel, sieht man ja, wie viel Geschäft entfällt auf institutionelle Kunden und da ist das einfach deutlich über 90%, was die Institutionellen ausmachen. Das heißt, ja, wir haben also hier deutlich mehr, also ich mal größer, 90% vom Handel. Das heißt also auch hier beim Verkäufer sind zwangsweise auch größer, 90%. Dementsprechend ist die Aussage, dass die Großen gegen die Kleinen handeln, es bringt denen ja gar nichts. Ja, also der Große kann ja nur eine ganz, ganz kleine Stückzahl, sagen wir mal 5%, 4% könnte er dem gegen Kleine einsetzen. Ja, und das im Prinzip bringt einem Großen nichts. Das heißt also, wir haben zwangsweise mathematisch haben wir einen Handel der Großen, also der Große gegen den anderen Großen. Wenn wir aber diesen Handel haben, dass ein Großer kauft, das heißt, er setzt auf einen steigenden Kurs und der andere Große verkauft, das heißt also, er geht davon aus, dass der Kurs fällt. Ja, wenn er davon ausgehen würde, dass der Kurs weiter steigen würde, würde er ja nicht verkaufen. Dann sehen wir doch, dass wir quasi immer 50% der aktuellen Händler haben, die auf einen steigenden Kurs setzen und 50% der Händler haben, die auf einen fallenden Kurs setzen. Und damit haben wir quasi das halt auch im Prinzip widerlegt, wenn wir dann auf NTV lesen, die Anleger nehmen Gewinne mit. Ja, das geht überhaupt nicht, weil die Anleger gibt es ja gar nicht. Wir haben immer 50% Käufer und 50% Verkäufer. Ja, und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich halt sowas weiß. Jetzt, es kommt häufig, jetzt hier gerade nicht, aber es kommt häufig dann der Einwand, ja, aber es ist doch so, es muss doch mehr Käufer geben als Verkäufer, wenn der Kurs steigt. Oder andersrum, wenn der Kurs fällt, muss es doch mehr Verkäufer geben als Käufer. Das ist so gesehen, also, oder es kann sein, dass natürlich beim Orderbuch, dass mehr Limit-Ordern im Verkauf drinstehen, als mehr Limit-Ordern im Kauf drinstehen. Aber tatsächlich, wenn ein Handel stattfindet, also wenn man liest in Frankfurt, es wurden so und so viele Millionen Stück umgesetzt, ist immer 50% der Aktienanzahl Käufe und 5% Verkäufe, weil sonst gäbe es ja keinen Handel. Es gibt den Handel nur, wenn es ausgeglichen ist. Die Frage kommt natürlich jetzt, warum fällt ein Kurs so stark oder warum steigt er so stark? Das hat nichts mit der Anzahl der Transaktionen zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit der Verhandlungsmacht. Das ist der springende Punkt, dass die Verhandlungsmacht in einem steigenden Markt von Verkäufern besser ist und in einem fallenden Markt von Käufern besser ist. Das ist der Punkt, der wichtig ist. Ich gebe dazu immer gerne ein Beispiel. Ja, wenn Sie auf dem Weg zur Hochzeit sind, die in 5 Minuten, wo in 5 Minuten die Trauung anfängt und Ihnen reißt Ihr Gürtel. Und da ist und die Hose rutscht und sie treffen auf dem Weg einen Gürtelverkäufer. Ja, dann ist der Gürtelverkäufer in einer sehr guten Position, dass er von Ihnen einen sehr hohen Preis verlangen kann, damit Sie überhaupt einen Gürtel bekommen. Da werden Sie jeden Preis zahlen wollen, damit Sie in 5 Minuten am Altar sind. Ja, auf der anderen Seite, wenn Sie keinen Gürtel brauchen und es sind 10 Verkäufer da und die möchten Ihnen einen Gürtel verkaufen, dann sind Sie in einer sehr guten Verhandlungsposition und können dort den Preis runterdrücken. Und genau das Gleiche ist halt an der Börse auch. Das heißt, wir haben zwangsweise immer
50% Käufer und 5% Verkäufer von den Ordern, die tatsächlich ausgeführt werden. Also Frage kommt noch hier zwischen, also das Sentiment sagt was ganz anderes oder wieso geht die Schere zwischen Retailern und Profis und Remessen mal nie auseinander? Das Sentiment ist ja etwas ganz anderes. Das Sentiment ist ja quasi nur, dass man eine Umfrage macht. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch ganze Indizes, wie jetzt so ein Centix-Index. Und da ist ja nur, dass man halt Privatkunden fragt, was ist eure Meinung, und dass man im Prinzip Großanleger fragt, was ist die Meinung. Aber wie ein Großanleger handelt, das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Großanleger pessimistisch ist, aber das heißt noch lange nicht, dass der deswegen tatsächlich seine Aktien verkauft. Ja, werden wir im Prinzip gleich darauf eingehen, wie tatsächlich so eine unterschiedliche Meinung zum Handel überhaupt stattfinden kann. Ja, aber das schließt jetzt nicht aus, dass jetzt 50% Käufer und 50% Verkäufer da sind. So, und jetzt gucken wir mal, wie beeinflusst denn ein Großer überhaupt den Kurs oder kann er den Kurs denn tatsächlich hoch oder runter treiben? Wir nehmen jetzt mal an, dass wir hier einen Großen haben, der möchte beim aktuellen Kurs von 3,99 möchte der 4.000 Stück kaufen. Ich mag immer gerne einfache Beispiele. Also hier machen Sie bitte nochmal diverse Nullen dran, damit wir von einem Großen sprechen können. Ja, ein Großer würde jetzt keine 4.000 Stück kaufen, aber einfach, damit wir ein einfaches Beispiel haben, womit wir rechnen können. So, dann haben wir gesehen, dass er dann Verkäufer braucht. Also wenn er kaufen will, braucht er Verkäufer. Das heißt, er kann im Orderbuch zum ersten kaufen oder zum besten Kurs kaufen zu 4 Euro. Das macht er auch. Dann sehen wir aber, dass er von den 4.000 Stück, kann er nur 1.000 Stück kaufen, weil wir ja hier nur 1.000 Stück haben, die zu 4 Euro verkauft werden möchten. Ja, dann kann er erst wieder zu 4,10 Euro die nächste Tranche kaufen. Da kann er 500 Stück zu kaufen. Das macht er auch, und dann sehen wir, dass er im Prinzip weiter rauf geht, also 500 Stück zu 4,10, dann kann er 500 zu 4,20 kaufen, 750 Stück zu 4,30 und den Rest, ja, 1250 Stück zu 4,40 €. Und wir sehen schon, er hat auf jeden Fall es geschafft, dass er den Kurs nach oben getrieben hat, nämlich um 10%. Bei 4 Euro Marktpreis ist er eingestiegen und durch seine Käufe hat er tatsächlich den Kurs manipuliert auf 4,40 €. Jetzt gucken wir mal, wenn wir da weitergehen und rechnen mal aus, was er für einen Durchschnittspreis hat. Da können wir also die 4 Euro mal 1.000 Stück, 4,10 Euro mal 500 Stück und so weiter. Und dann kommen wir auf einen Durchschnittskurs von 4,22 Euro. Ist ja im Prinzip eine super Sache. Der aktuelle Kurs steht ja bei 4,40 Euro. Also exakt das, was man jetzt denken könnte, dass er risikolos quasi jetzt Geld verdienen kann, weil er hat den Kurs nach oben getrieben und kann jetzt auf Verkaufen klicken, damit er die 4,40 € den Profit realisiert. Und genau das gucken wir jetzt mal, was passiert, wenn er jetzt sagt, ich verkaufe alles. Jetzt haben wir ja wiederum die andere Seite, ja, also die linke Seite von unserem Orderbuch, wo die ganzen Limit-Käufe drinstehen. Ja, und wir sind jetzt bei 4,40 €, das heißt also, die Limitkäufe sind dann natürlich von oben nach unten geordnet, absteigend. Und wir sehen, er kann zu 4,40 € kann er 750 Stück verkaufen. Also da sagt jemand, ich bin auch bereit, zu 4,40 € 750 Stück abzunehmen. Und dann muss er sich ja wieder runterarbeiten, weil er will ja 4.000 Stück verkaufen. Gehen wir das mal im Einzelnen durch. Ja, wir können also jetzt wieder 750 Stück zu 4,40 € verkaufen. Der nächste Käufer sagt, nee, so viel möchte ich nicht ausgeben. Ich gebe maximal 4,30 €, 500 Stück. Er verkauft 500 Stück zu 4,30 €, 1.000 Stück zu 4,20 €, 500 zu 4,10 € und die restlichen 1.250 Stück zu 4 €. Und jetzt sehen wir, dass er also mit seinem Verkauf auch tatsächlich den Kurs wieder runtertreibt. Also ja, er macht sich in dem Fall ja seinen eigenen Kurs irgendwo ein bisschen kaputt, weil er nicht alles zu 4,40 € verkaufen kann, sondern zu 4 € verkaufen muss. Gucken wir uns an, ob das Geschäft für den Großen lukrativ war oder nicht. Wir haben hier unsere Rechnung vom Kauf, haben wir gesagt, Durchschnittskurs 4,22 € und gucken das Gleiche jetzt an für den Verkauf. Ja, ein Teilnehmer schreibt ein Nullsummenspiel, nicht ganz, sondern das ist tatsächlich das, was am meisten passiert, wenn ein Großer schnell kauft und schnell verkaufen muss. Er hat einen deutlich schlechteren Verkaufskurs bekommen im Schnitt. Und dementsprechend macht er hier ein Minus von seinen 4.000 Stück von
sagen wir hier, von 0,04, also von 4 Cent pro Aktie. Das heißt also, was wir hier schon sehr gut sehen können, ist, dass der Große natürlich den Kurs beeinflussen kann, aber das heißt noch lange nicht, dass ihm das tatsächlich etwas nützt, wenn er den Kurs beeinflussen kann. Ganz im Gegenteil, wir sehen, und das ist also auch tatsächlich bei großen Kapitalmarktsammelstellen so, dass zum Beispiel, wenn Sie einen großen Fonds haben, der meinetwegen für 100 Milliarden irgendwas kaufen möchte, dass dieser Fonds, da sagt man typischerweise, dass der mehrere Wochen braucht, um sich in diese Order einzudecken und das auch tatsächlich über mehrere Börsen probiert, beziehungsweise auch guckt, dass er über irgendwelche Großanteilseigner von diesen Aktien, dass er da quasi dann mal direkt sogar neben der Börse dann noch Aktien kaufen kann. Ja, und trotzdem, das heißt also meinetwegen, er steigt über 3 Wochen, probiert er in homöopathischen Dosen einzusteigen. Und Pi mal Daumen können Sie sagen, dass Sie damit rechnen, dass die so 2,5% einen schlechteren Kurs bekommen als den Kurs, den Sie sehen. Ja, das heißt also, obwohl er über 3 Wochen kauft, ist tendenziell der Einstieg für den Großen schlechter als der aktuelle Marktpreis, den wir sehen. Also Frage kommt dann noch, woher kommt es denn, dass der Kurs in einem Minute um 50 Punkte steigen und im nächsten um 50 Punkte fallen kann? Habe ich schon gesehen. Das ist ja quasi jetzt nur ein Käufer, den wir haben. Ja, letzten Endes, es gibt ja immer viele Beweggründe, aus welchem Grund Leute einsteigen. Also ne, sei es im Prinzip Trader, die auf einen Zug aufspringen und probieren tatsächlich so eine Bewegung zu verstärken. Dann müssen andere aussteigen. Also das gibt es die unterschiedlichen Sachen. Ne, ich will aber jetzt mal eine Sache zeigen hier, wo man vielleicht auch schon sehen kann, wann sich so etwas lohnt. Also wann lohnt es sich denn für einen Großen, dass er den Kurs nach oben treibt oder dass er den Kurs nach unten treibt. Ja, wir haben gesehen, also es ist nicht so, zwangsweise nicht so, dass er risikolos Geld verdienen kann. Ja, wenn das so wäre, dann würden nicht Pensionskassen, die wurden vor ein paar Jahren stillgelegt, weil sie es nicht geschafft haben, 1% zu verdienen im Jahr. 1%. Ja, also von da hat man da ein sehr gutes Beispiel dafür und Beweis dafür, dass das risikolos mit Sicherheit nicht geht. Und die einzige Möglichkeit ist, wann lohnt sich die Beeinflussung? Wenn der Große es damit schafft, andere Marktteilnehmer in den Markt zu holen, dass andere Ordern in die gleiche Richtung getriggert werden. Ja, und Sie haben es ja gerade angesprochen mit den 50 Punkten in die eine Richtung und in die andere Richtung. Wann kommt denn das zum Beispiel, dass tatsächlich der Kurs in die eine oder andere Richtung beeinflusst wird? Das kennen Sie alle, hat was mit einem Freitag zu tun. Das ist, wenn zum Beispiel der große Verfall ist an der Optionsbörse, wenn Hexensabbat ist. Dann haben wir das nämlich genau. Weil dann haben wir Folgendes, dass zu einer ganz gewissen Uhrzeit, sagen wir mal zum Beispiel 13 Uhr, da werden die Optionen abgerechnet. Und wenn Sie dann zum Beispiel Folgendes haben, Sie meinetwegen, wir haben einen DAX-Wert von 15.000 hier und ab 15.000 ist die Option eines großen Marktteilnehmers etwas wert. Und wir haben das jetzt zum Beispiel, dass der aktuelle Kurs, der steht hier, der steht bei 14.995. Dann macht es natürlich Sinn für den Großen, auch wenn er quasi dann einen schlechteren Kurs beim Ausstieg bekommen sollte, dass er den Kurs von um 13 Uhr probiert, hier oben drüber zu treiben. Ja, weil ganz genau dann hat er quasi, dass er vielleicht mit dem Geschäft hier dann ein Minus macht, aber mit den Optionen, die er hat, Plus macht. Ja, und das ist ganz genau das, was wir sehen, gerade wenn wir an runden Marken sind, wenn wir da an gewissen Marken sind, dass dann der Markt sehr, sehr zappelig wird und kurz vor dem Verfall, also kurz vor 13 Uhr zum Beispiel, dass es dann wirklich hin und her geht, weil dann große Marktteilnehmer probieren, den Kurs zu manipulieren. Ja, das wäre ein ganz typisches Beispiel, wo man halt sowas direkt nachsehen kann. Pensionskassen kaufen im Normalfall nur Staatsanleihen, steht hier. Nein, das ist nicht richtig. Also nehmen Sie mal eine der größten Pensionskassen in der Welt, was auch eine ist. Das ist der norwegische Staatsfonds, weil der legt nämlich die Ölgelder an für die Altersvorsorge später für die Norweger, beziehungsweise generell später. Der hat einen ganz, ganz großen Teil Aktien drin. Ja, und der ist fast 1 Billion Euro schwer. Und also von daher, da sieht man, dass da ganz viele sind. Und auch bei Pensionskassen, gerade auch zum Beispiel bei Lebensversicherungen, die haben alle eine Aktienquote und bei australischen und neuseeländischen Lebensversicherungen, die müssen sogar eine Mindestquote an Aktien drin haben. Ich meine sogar über 50%, ja, weil die australische Aufsicht und die neuseeländische Aufsicht, die weiß,
dass der Aktienmarkt langfristig gesehen unschlagbar ist. Ja, was wir in Deutschland nicht haben, da wir dürfen maximal so bis 10% gehen, aber im Ausland ist das etwas ganz anderes. Also von da wichtig, es lohnt sich für den Großen nur, dass er tatsächlich ganz gezielt den Markt beeinflussen will. Also nicht, dass er sich halt eindeckt mit der Aktie jetzt langfristig, sondern dass er tatsächlich den Markt beeinflussen will, den Kurs, dass, wenn er damit andere Ordern triggern kann. Also wenn er zum Beispiel auch den Kurs über ein gewisses Tageshoch treiben kann und dann davon ausgeht, dass andere Trader, die jetzt einen Ausbruch handeln zum Beispiel oder ich sag mal irgendein Trend-Trader oder sowas, dass die darauf aufspringen und den Markt weiter nach oben treiben. Ja, das ist auch das, was wir sehen, dass manchmal, wenn ein Kurs ausbricht, dass es dann richtig schnell geht und der Kurs dann Momentum bekommt und im Prinzip richtig stark nach oben geht oder aber nach unten geht, je nachdem. Ne, dann würde sich sowas zum Beispiel lohnen. Was haben Sie für einen Vorteil? Was habe ich für einen Vorteil? Dadurch, sagen wir, für uns ist doch immer der Durchschnittskurs, ist immer der aktuelle Kurs. Das heißt also, wir können doch tatsächlich, wenn wir sehen oder wenn wir der Meinung sind, dass ein Großer den Kurs in irgendeine Richtung treibt, da können wir ziemlich schnell aufspringen mit einem Klick. Ja, man sieht es ja im MetaTrader, das geht in einer halben Sekunde, ist man ausgeführt. Und wir können halt auch, wenn der Kurs irgendwo oben ist oder unten ist, dann mit einem Klick wieder aussteigen. Ja, das ist etwas, davon träumt ein Großer, dass er so schnell handeln kann. Das kann er nicht. Aber das ist doch etwas, wo wir als Kleinanleger bzw. private Trader einen riesen Vorteil haben. Ja, und das sollten wir auch, sagen wir mal, als Stärke zu schätzen wissen. Das heißt, also wir sollten gerade nicht denken, dass wir der Spielball eines Großen sind, ja, der uns irgendwo abfischt oder so, weil wir wissen jetzt, es macht gar keinen Sinn für den Großen, uns abzufischen, weil er gegen andere Große logischerweise handeln muss. Ja, sondern von daher, wenn wir mal rausfliegen, dann hat das einfach nur einen Grund, dass der Markt tatsächlich da war, wenn man bei einem seriösen Broker ist. Und von daher sollten wir das sehen, dass wir da deutlich besser aufgestellt sind, als das halt große Marktteilnehmer sind. Ja, also nochmal wichtig, ich habe es hier nochmal zusammengefasst, die Großen als solches gibt es nicht, einfach weil immer jedem Kauf und Verkauf gegenübersteht und dementsprechend haben wir immer exakt zwei Lager, 50-50%, die einen, die meinen, es geht rauf und die anderen, die meinen, es geht runter. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir das quasi jetzt nochmal nachvollziehen konnten, wie das mit dem Orderbuch ist und dass halt Großer gegen Großer handelt und dergleichen. Jetzt gucken wir mal, wie ist das denn bei den klassischen institutionellen großen Marktteilnehmern? Ja, und da spreche ich jetzt sehr zum Beispiel nicht von einem Publikumsfonds, ja, von dem nicht. Ich spreche auch nicht von einem Hedgefonds oder von einem Warren Buffett. Das heißt, also, es gibt noch ausreichend Große, die das hier so nicht machen, aber es gibt sehr viele große Vermögensverwalter oder aber auch Pensionskassen oder Lebensversicherungen, die genau quasi diese Restriktion haben, dass sie nämlich mit sogenannten Wertsicherungsmodellen arbeiten müssen. Ja, das ist ganz wichtig. Das eine hier könnten Sie sogar schon mal gelesen haben, dieser Value at Risk. Ja, das ist zum Beispiel sehr populär bei digitalen Vermögensverwaltern. Die nutzen sowas, zeige ich gleich, was das ist. Und dann werden wir uns auch noch angucken, das war, was ich in meiner Ausbildung händisch ausrechnen musste dann. Das wird hier typischerweise der Klassiker bei Lebensversicherung oder dergleichen, dieses CPPI-Modell. Auch das ist etwas, das können Sie nachgoogeln und dann werden Sie sehen, dass das exakt so ist, wie ich Ihnen das hier zeige. Ja, und das ist ganz, ganz interessant, weil wir dadurch viele Sachen erklären können, die uns sonst vielleicht schleierhaft oder auch teilweise dubios erscheinen. Wir gucken uns mal kurz den Value at Risk an. Das ist für Sie als Trader wahrscheinlich relativ einfach nachzuvollziehen. Und zwar, wir wollen gucken, mit welcher oder dass man als Vermögensverwaltung sagen kann, ja, Sie investieren meinetwegen 100.000 Euro. Und dann ist es ja für Sie interessant, dass Sie wissen, welcher Verlustbetrag wird dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht unterschritten. Ja, und dann kann man zum Beispiel sagen wir mal, wir haben die 100.000, die sind angelegt im DAX. Dann könnte man zum Beispiel gucken und sagen, okay, von Freitag auf Sonntag, beziehungsweise auf Montag, dann kann man da im Prinzip historisch nachschauen und kann schauen, wie groß war denn das größte Wochenendgap vom DAX. Na, sagen wir mal, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, wie es war, sagen wir mal, es waren 10%. Ja, das heißt, dann weiß ich ja, dass ich auf jeden Fall schon mal 10% Risiko habe, wenn es nochmal so ein großes Gap gibt übers Wochenende und das in die falsche Richtung kommt.
Ja, ohne dass halt der Vermögensverwalter da irgendetwas tun kann. So, und das ist im Prinzip das, was man halt hier sich halt überlegt, dass man halt sagt, ein Vermögensverwalter möchte Ihnen eine Wahrscheinlichkeit geben und sagen, bei der Strategie haben wir typischerweise einen maximalen Verlust von meinetwegen, sagen wir mal, 20% in Summe. Ja, und das wird dann angegeben und deswegen sehen Sie immer hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 oder von 99%. Aus welchem Grund nicht mit 100%? Ja, weil natürlich auch so ein Wochenendgap kann ja quasi jetzt mal ein neues kommen, was zum Beispiel 11% ist oder sowas. Ja, oder auch halt sonst kann es halt irgendwelche Kurssprünge geben. Also von daher kann man sowas nicht garantieren, aber dass man als Anleger schon mal so ein ganz gewisses Grundverständnis hat, ich sag mal, was ist so das typische Risiko, was man halt eingehen kann. Ne, dass sie halt das wissen, was ist der Value at Risk. Und da ist es natürlich dann halt auch so, dass in dem Moment, wenn sie, sagen wir mal, 100.000 angelegt haben bei einer Vermögensverwaltung und der Vermögensverwalter sagt ihnen, sie haben 20% Value at Risk, in dem Moment, wenn die Anlage schlecht laufen sollte und sie gehen Richtung 85.000, sagen wir schon mal, in dem Moment muss der Vermögensverwalter Aktien abbauen oder Positionen abbauen. Ja, einfach halt, weil er ja gerade die 80.000, was wir als Grenze haben, die möchte er ja in keinster Weise unterschreiten. Ja, das heißt also auch in dem Moment, wenn der Markt fällt und gegen den Vermögensverwalter läuft, werden Positionen abgebaut. Das heißt also, es werden Positionen verkauft. Ja, und das wollen wir schon mal festhalten, dass wir also hier ein zyklisches Modell haben. Und jetzt werde ich Ihnen das mal zeigen, wie das bei den Lebensversicherungen ist, weil da ist es eigentlich noch mal interessanter und noch mal gravierender. Bei einer Lebensversicherung, das werden Sie kennen, da ist es häufig so, ja, mittlerweile nicht mehr so, wenn Sie jetzt mal tatsächlich zu 100% in irgendeinen Fonds gehen oder sowas, aber bei der klassischen Lebensversicherung haben Sie typischerweise eine Kapitalgarantie. Das heißt, man sagt Folgendes, wir nehmen wieder unser Beispiel, dass wir 100.000 anlegen. Und dann wollen wir garantieren, dass nach 10 Jahren beispielsweise, dass Sie wieder 100.000 mindestens ausbezahlt bekommen. Wie macht man das? Das macht man folgendes, indem man jetzt in meinem Beispiel hier 80.000 Euro nimmt und die legt man fest verzinslich an. Ja, da legen wir den also quasi, kriegen wir einen sicheren Zins und das wird dann nach 10 Jahren werden daraus wieder 100%. Ja, wichtig ist also, dass der Zins, der ist ja fest, in dem Moment, wenn der Zins höher ist, können es auch nur 70.000 sein, ja, vor ein paar Jahren und deswegen haben auch die Lebensversicherung quasi so ganz große Schwierigkeiten gehabt. Vor ein paar Jahren ging das Modell fast gar nicht mehr, weil bei einer Nullzinspolitik müssen sie ja fast 100.000 Euro anlegen, dass sie dann wieder 100.000 Euro dann bekommen. Ja, also das geht nur, wenn es halt Zinsen gibt, also wie es halt im Prinzip jetzt wieder der Fall ist. Ja, aber dass Sie wissen, man muss also 80.000 Euro fest anlegen, damit man die 100.000 Euro bekommt. Das heißt, wir haben dann als Überschuss, die wir tatsächlich im Risiko anlegen können, die Versicherung von 20.000 Euro. Na, das heißt, wir können von 100.000 können wir nur 20.000 Euro zum Beispiel am Aktienmarkt anlegen. Jetzt gucken wir weiter. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt kommt, das machen wir mal noch wieder ein Beispiel. So, wir haben also quasi nur 20.000 Euro haben wir angelegt im Aktienmarkt. Und jetzt macht der Aktienmarkt, macht meinetwegen 10% plus in einem Jahr. Plus 10%. So, dann machen wir natürlich aus unseren 100.000, machen wir Folgendes. Wir haben die 80.000, die haben wir sicher angelegt. Spielt jetzt keine Rolle, dass jetzt daraus 80.500 geworden sind oder sowas. Wir wollen uns jetzt erstmal nur den Aktienmarktanteil anschauen. Dann haben wir ja aus den 20.000 machen wir 10% plus. Dann machen wir hier 22.000, ja, also 2.000 Euro Gewinn. Das heißt, wir machen 102.000 Euro sind aus den 100.000 Euro geworden. Der Kunde, der selber am Aktienmarkt angelegt hätte aber 110.000 verdient. Ja, das heißt also, der Aktienmarkt macht 10% und der Kunde macht aber bei der Lebensversicherung, macht er nur 2%.
Ja, da werden Sie, beziehungsweise, da würde ich auch sagen, das ist doch kein guter Deal. Ja, das heißt also, das Modell ist so gesehen dann für eine Lebensversicherung oder für einen Investor nicht interessant, wenn man nur diese 20.000 Euro am Aktienmarkt anlegen kann. Also muss sich die Lebensversicherung zu helfen wissen. Ja, hier ein kurzer Einwand kommt hier. Der Chart ist nur eine Einzelmanipulation und diese wird sicher nicht von Retail-Tradern gemacht. Die Big Boys, genau, ist vollkommen richtig. Das haben wir auch gesagt. Ne, die Großen handeln gegen die Großen. Ne, die legen ihre Tretminen hin, zum Beispiel Iceberg Orders. Die Iceberg Orders ist eher keine Tretmine. Die Iceberg Order ist dafür da, damit man quasi nicht den Großen aushebeln kann. Damit also quasi nicht Sie als Privatkunde vor die Order springen können von dem Großen. Ja, und wie gesagt, und das dauert halt auch länger, bis ein großer einsteigt. Und meiner Meinung nach, Sie schreiben jetzt, da hat man keine Chance. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das nicht richtig, sondern man hat eine Chance. Ich denke immer, es ist halt schlecht, wenn man sagt, man hat keine Chance, weil dann werden Sie auch da keine haben. Na, also ich würde das eher als Chance sehen, dass Sie deutlich schneller sind als ein Großer und dass tatsächlich der Große es nicht auf Sie abgesehen hat, weil Großen handeln gegen Große. Also das einfach nur so vom Denkmuster her, damit fahren Sie besser, weil Sie dann aktiver werden und ich mal, und nicht sagen, ich habe eh keine Chance, ne, weil dann hat man auch auf typischer Weise keine Chance, aber ein guter Einwand. So, also das heißt jetzt, um jetzt hier fortzufahren, der Große muss sich irgendwas einfallen lassen und dann kann er Folgendes machen und das ist auch das, was man typischerweise macht, dass man diese 20.000 Euro mit einem Hebelprodukt anlegt. Ja, also zum Beispiel, indem man das mit Optionen dann macht. Weil dann haben wir Folgendes, dann haben wir folgenden Punkt, dass wir dann den Vorteil haben, wenn wir dann quasi 10% oder der Aktienmarkt 10% macht, dann haben wir ja mit dem Hebel, mit dem Fünfer Hebel meinetwegen, haben wir anstatt 20.000 haben wir ja effektiv 100.000 im Markt. Das heißt, dann machen wir nicht mehr 102.000 Euro, sondern dann macht die Versicherung für Sie 110.000. Und damit das Gleiche, was Sie auch haben, als wenn Sie im Aktienmarkt investiert wären. Und dann wird ein Schuh draus, wo man sagen kann, oh, das ist eine gute Anlage, ich habe eine Kapitalgarantie und ich verdiene ungefähr das Gleiche, als wenn ich zu 100% in den Aktienmarkt anlege. Jetzt hat das Ganze allerdings einen Nachteil. Was ist denn, wenn der Markt nicht in die richtige Richtung läuft? Das heißt, wenn wir nicht 10% plus machen, sondern wenn der Markt 10% minus macht. Dann hat natürlich die Versicherung einen großen Nachteil, dass bei, machen wir mal, minus 10%, dadurch, dass wir ja jetzt 100% im Markt haben, effektiv, in dem Moment, wenn der Aktienmarkt 10% minus macht, dann ist schon die Hälfte unseres Puffers ist weg. Dann haben wir also von den 20.000 haben wir nur 10.000 Euro Risikokapital übrig. Das heißt also, in dem Moment, wenn die Märkte fallen, in dem Moment muss ein großer Marktteilnehmer, wie zum Beispiel so eine Lebensversicherung, die nach so einem CPPI-Modell handelt, müssen die zwangsweise Aktien verkaufen. Ja, das ist also immens wichtig, dass die also gerade wie wir nicht eine Aktie dann halt aussitzen können, sondern die werden dann schon anfangen, in dem Moment, wenn der Markt fällt, werden die Aktien verkaufen müssen. Und das ist etwas, bei diesem Verkauf spielt es keine Rolle, ob wir irgendeine Unterstützung haben oder ob die Aktie fundamental schlecht ist, sondern die müssen verkaufen, einfach weil sie ja sonst die Kapitalgarantie gefährden. Und das ist der Punkt, weswegen wir das haben, dass wir also quasi manchmal fallende Märkte haben und dass die Märkte auch so schnell fallen. Weil, und jetzt gucken wir nochmal, wie sich ein Großer eindecken kann. Ich hatte ja gesagt, dass ein Großer sich über mehrere Wochen eindecken kann, wenn er eine Aktie kauft. Das ist der Grund, weswegen wir im Aufwärtstrend typischerweise solche Märkte haben. Ja, weil der Große halt da sich seinen eigenen Kurs nicht so sehr kaputt macht, weil er in Ruhe kaufen kann. Was ist aber, wenn wir zum Beispiel sowas haben, wir haben es gesehen im Februar 2020, es gibt einen Ausbruch der Pandemie und der Markt fällt mal an einem Tag um 5% oder bis 8%. In dem Moment kriegen ganz viele große Marktteilnehmer, kriegen Angstperlen auf die Stirn und die müssen dann raus. Und wenn die raus müssen, dann haben wir halt nicht mehr, dass wir sagen können, wir haben jetzt Zeit, sondern in dem Moment müssen die tatsächlich mit Marktordern, müssen die raus.
Und wenn die schnell raus müssen, dann haben wir ja gesehen, dass sie dann tatsächlich den Kurs aber für sich negativ beeinflussen, manipulieren, dass nämlich dass dann der Kurs massiv fällt. Und dann kommt das, was wir immer wieder sehen, was bei einem Crash passiert, dass der Markt so fällt. Ja, und das ist der Grund. Also hiermit haben Sie eine Erklärung, warum das typischerweise so ist, dass wenn es steigt, dass es eher langsam steigt, aber wenn die Märkte fallen, dass der Markt ganz, ganz schnell fällt. Ja, und dann haben wir es nämlich auch so, sagen wir mal, Sie haben im Prinzip eine Pensionskasse, der hat einen Puffer von 20% und dann der andere hat meinetwegen 30% und so weiter. Aber in dem Moment, wenn hier die ersten meinetwegen 15% Minus da sind, in dem Moment kriegt ja derjenige hier, der 30% Puffer hat, der fängt auch schon an und muss verkaufen. In dem Moment, wenn der anfängt und auch verkauft, dann fällt der Markt wieder weiter. Und in dem Moment, wenn der wieder weiterfällt, dann muss jemand anders, der vielleicht 40% Puffer haben, dann muss dieser Marktteilnehmer auch verkaufen. Dann fällt der Markt wieder weiter. Und das ist der Grund, weswegen wir das ganz häufig so haben, dass wir so große rote Kerzen haben, die richtig stark fallen, dass wir dann oftmals wieder eine kleine grüne Kerze haben und auf einmal fällt der Markt aber doch wieder weiter. Das heißt also, diese starken Übertreibungen nach unten kommen vor allen Dingen oder haben Sie eine Erklärung, dass sie vor allen Dingen durch diese Systematik kommen, weil große Marktteilnehmer, ungeachtet davon, ob sie den Markt für günstig halten oder nicht, die müssen einfach raus. Der Risikomanager sagt, wir müssen verkaufen, obwohl es vielleicht perfekte Einstiegskurse sind. Ja, das ist ein ganz, ganz starker Punkt. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wenn die Märkte steigen, in dem Moment hat die Pensionskasse nicht mehr 20% Puffer, sondern wie in unserem Beispiel eben, der Markt steigt um 10%, ja, dann hat sie auf einmal 30 Puffer, dann wird sie sogar den Aktienanteil erhöhen. Das heißt also, in dem Moment, wenn die Märkte nach oben gehen, werden quasi Aktien aufgestockt. In dem Moment, wenn der Markt nach unten geht, werden Aktien abgesondert. Und das, wie gesagt, komplett unabhängig davon, ob fundamental der Aktienmarkt teuer ist oder nicht. Diese Modelle, das sind reine Modelle, die auf quasi, ja, also quasi die mit dem Markt gehen. Und dementsprechend natürlich auch, wenn der Markt steigt, ja, was im Prinzip passiert dann hier, wenn der Markt steigt, dann fließt neues Geld in Pensionskassen bzw. in den Markt rein. Und das im Prinzip verstärkt noch den Trend. In dem Moment, wenn der Markt fällt, dann ziehen also auch ganz viele Anleger bei ETFs und bei ganz normalen Publikumsfonds oder auch mit Einzelaktien, die ziehen Gelder ab. Ja, also das ist auch wissenschaftlich schon seit Jahrzehnten nachgewiesen. Und dementsprechend haben sie das, dass die Märkte sehr stark übertreiben können. Ja, und wenn man das weiß, dann hat man doch hier raus schon mal im Prinzip Rückschlüsse, die für uns als Privatkunden doch richtig interessant sind. Ja, einfach deswegen, weil wir doch dann sagen können, auf der einen Seite wissen wir jetzt, und das ist etwas, was ich zum Beispiel viel von privaten Trader höre, der Markt, der ist so stark angestiegen, der muss jetzt fallen. Ja, weil man halt sagt, das ist doch im Prinzip fundamental zu teuer oder da ist ein Widerstand oder so. Jetzt wissen Sie, dass es sehr viele Anlagen gibt, einfach durch diese Wertsicherungsgrenzen oder durch diese Modelle, die einfach, wenn der Markt steigt, einfach langsam, aber immer weiter kaufen. Und deswegen gibt es diese Übertreibungen, die sehr lange teilweise long sein können. Auf der anderen Seite auch andersrum, wenn ein Markt einmal anfängt zu fallen, gibt es auch die Übertreibungen, die relativ lange nach unten durchhalten. Ja, und wenn ich das weiß, habe ich doch auch als Trader und als Investor im Prinzip sowieso, habe ich doch einen ganz anderen Blick auf die Märkte. Ja, einfach halt, weil ich weiß, ja, in dem Moment, wenn diese Systematik, wenn die Großen also da tatsächlich rein müssen oder raus müssen, dann bringt es mir nichts, wenn ich irgendwo eine Unterstützung habe oder irgendwo einen Widerstand habe. Dann wird einfach der Markt durch diesen Widerstand durchgehen. Also, Frage kommt, wann geht es im Euro und im DAX rückwärts? Ist der Markt nicht überkauft? Wie gesagt, das kann sein, dass der Markt technisch überkauft ist, aber gerade zum Beispiel, das haben wir auch gesehen jetzt im Januar, da mussten sehr viele große Marktteilnehmer einsteigen,
Also ich sage mal jetzt von den Marktteilnehmern, die halt dann nach diesen Modellen kaufen müssen. Und dann sieht man halt auch, dass so ein Markt sehr, sehr lange steigt. Und es kann halt einfach sein, dass der halt weiter steigt, weil das kann Ihnen keiner sagen, wie viele Pensionskassen oder auch jetzt Lebensversicherung und dergleichen, wie lange die und wie oft die kaufen wollen. Ja, die würden ja einen Teufel tun, dass sie das irgendeinem mitteilen, damit sie quasi dann sagen, ach, wenn ich weiß, dass die noch kaufen, dann im Prinzip kann ich mich vorher jetzt auch noch eindecken. Das ist ja ganz genau das, was man halt nicht will. Und wo dann auch sogenannte Iceberg-Orders halt dann zu Trage kommen. Ja, also von daher, für uns ist doch im Prinzip dann, dass wir jetzt schon mal wissen, der Markt kann, obwohl es nicht rational ist, kann er viel länger übertreiben, als wir denken. Und der Markt, der kann auch viel länger untertreiben, als wir uns das vorstellen können. Ja, das ist doch schon mal eine ganz wichtige Sache, die man, denke ich, mit anderen Mitteln, mit Unterstützung oder mit Charttheorie oder mit einer Fundamentalanalyse, kann man das viel, viel schlechter erklären. Ja, und das ist auch das Typische, warum halt so eine Lawine ausgelöst wird, wenn wir einen Aktienmarktcrash haben. Ja, das heißt also, um das nochmal festzuhalten, natürlich können die Großen die Kurse beeinflussen. Wir haben gesehen, das ist ganz simpel möglich. Risikolos ist das aber für den Großen in keinster Weise. Ja, und die häufigste Beeinflussung, gerade halt im Bereich Pensionskassen, Lebensversicherung und dergleichen, sind diese Wertsicherungssysteme, aber halt auch bei digitalen Vermögensverwaltungen zum Beispiel mit dem Value at Risk, auch das gerne mal nachgoogeln. Ne, und die sind einfach komplett prozyklisch. Das heißt also, steigende Kurse werden verstärkt und fallende Kurse werden ebenfalls verstärkt. Ja, und wenn wir das wissen, dann müssen wir uns davor eigentlich gar nicht mehr fürchten, sondern wir verstehen es. Und in dem Moment, wenn wir Sachen verstehen, können wir diese Sachen ausnutzen. Na, das ist zum Beispiel interessant, wenn Sie auch im Bereich Daytrading Trendhändler sind, ja, oder auch wenn Sie sagen, ich möchte jetzt mal gegen den Markt handeln, dass man zumindest im Hinterkopf hat, ja, wenn es weitergeht, dass man dann zum Beispiel auch einen Stop-Loss hat und halt gerade nicht sagt, der Kurs wird auf jeden Fall fallen. Ne, weil ganz genau das im Prinzip kann man halt so nicht sagen. Auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel Investor sind, dann ist das doch hochinteressant, dass gerade wenn Sie sehen, dass der Gesamtmarkt stark fällt, ne, sagen wir haben unseren Markt, der ging rauf und auf einmal gibt wie ein Stein fällt der Markt, dann ist das doch hochinteressant, dass man weiß, dass es gar nichts heißen muss, dass tatsächlich die Großen sozusagen meinen, dass der Markt überkauft ist oder sowas, sondern dass man weiß, mit einer ganz gewissen Wahrscheinlichkeit kann es sein, dass einfach große Marktteilnehmer hier raus müssen, die vielleicht sogar gar nicht raus wollen. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie gute Aktien kaufen wollen, sind das die Punkte, wo ich mit einem guten Gewissen diese Aktie kaufen kann. Ja? Das ist der Grund, weswegen Warren Buffett sagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Er hat selber ein Versicherungsunternehmen, das heißt, er kennt genau diese Modelle und der weiß, dass viele große verkaufen müssen und deswegen sagt er das, weil sonst würde er es ja kaufen, wenn die Kanonen donnern, gar keinen Sinn machen, wenn das tatsächlich nur dadurch käme, dass der Markt überkauft ist oder dass die Aktien jetzt eine Überbewertung haben. Ja, genau daher kommt der Satz von Warren Buffett, weil er genau das weiß. Und das wissen Sie jetzt auch. Und dann kann man halt viel, viel besser halt auch in sowas reingreifen. Wie gesagt, nicht, wenn Sie irgendeine schlechte Aktie haben, aber wenn man zum Beispiel irgendeinen Weltmarktführer kaufen möchte, dann ist das halt schon gerade in den Sachen interessant. Und das haben wir ja gesehen, wenn wir jetzt mal hier sagen, das ist ungefähr Februar 2020, dann haben wir ganz genau das gesehen, es wurde komplett abverkauft und dann ist es so wieder raufgegangen. Und in dem Moment, wenn es mich wieder raufgeht, dann stocken die Großen wieder ihre Position auf, nach und nach. Ja, und dann geht es weiter und dann haben wir gesehen, dass der Markt im Prinzip so weiterging. Mit technischer Analyse oder dergleichen kann man sich diesen Abschwung hier oder auch mit Fundamentalanalyse nicht erklären. Aber mit der Systematik, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, kann man das definitiv und da ist es sogar sehr plausibel. Von Ihrer Seite Fragen. Das habe ich Ihnen ganz viel gezeigt, aber ich denke, dass ich mit den ganzen Mythen, die ich angesprochen habe, aufräumen konnte, dass wir uns sehr rational mit dem Orderbuch vortasten konnten, dass wir sehen haben, groß gegen groß und dass, wenn man diese Wertsicherungsmechanismen versteht, die Sie gerne googeln können, also wie gesagt, gerne mal googeln, Moment, wir haben es hier, das CPPI, da werden Sie das direkt finden, ne, oder auch das andere Modell, sehr populär, gibt noch ein paar andere, aber ne, das sind so die Hauptmodelle,
sorry, Value at Risk, so VAR, ne, das Prinzip gerne mal googeln. Das ist immer im Prinzip ganz gut, wenn das jetzt ganz neu, wenn man denkt, aus welchem kennt man das nicht. Wenn man es auch dann nochmal nachlesen kann, dann sieht man, dass das tatsächlich so ist, wie ich das sage, weil das ist das Handwerkszeug, was Sie in einer Analystenausbildung lernen zum Beispiel. Und, ne, und da denke ich, haben Sie jetzt doch viele Sachen, dass man die Märkte viel besser verstehen kann. Ne, und das kann man sehr gut fürs Trading nutzen. Ne, dass man gerade diese typischen Fallen, dieses Unrationale, dass man das tatsächlich versteht, dass es zwar im Bereich bei einer Fundamental- oder Technikanalyse nicht rational ist, aber im Bereich von diesen Modellen sehr rational ist. Also von Ihnen noch Fragen? Ansonsten gerne auch im Nachgang einfach etwas flat schreiben. Die Fragen werden mir weitergeleitet. Also da freue ich mich auch, wenn ich noch was im Nachgang beantworten kann. Und dann hoffe ich, dass es alles, wie gesagt, gut nachvollziehbar war und dass Sie das auch für Ihren Vorteil nutzen können. Ja, die Fragen, die auch in den Chat reinkamen, hast du ja auch schon zum großen Teil auch schon beantwortet. Ich sehe hier keine offenen Fragen und die Feedback kommen hier auch rein, dass das ja super erklärt war und ein tolles Webinar. Und du hast es ja auch schon gesagt, wenn Fragen im Nachhinein auftauchen, dann gerne auch an uns. Wir leiten das weiter. Und ansonsten, lieber Marc, sieht es so aus, dass soweit alles verstanden wurde, beziehungsweise sicherlich die Aufzeichnung auch dann dazu genutzt wird, das Ganze nochmal entsprechend nachzuvollziehen und nachzuarbeiten. Ich werde schauen, dass die Kollegen die Aufzeichnung so schnell wie möglich online stellen, sodass sie das Ganze dann sich das nochmal anschauen können. Und da ist eine Frage beziehungsweise eine Anmerkung noch reingekommen. Schau mal. Also wenn die großen Optionen kaufen, müssen deren Verkäufer ja auch hedgen. Das stimmt, das stimmt. Also, aber das ist ja im Prinzip das Gute, dass man ja immer wieder die unterschiedlichsten Motive hat, aus welchem Grund man kauft oder aber verkauft. Ja, einfach nur Beispiel auch. Ne? Es kann im Prinzip durchaus sein, jetzt am Volksmarkt jetzt ein Euro-Dollar oder so, dass BMW sich einfach hedgen will in einer Währung, aber ein Trader, weil er mit dem Trend geht, zum Beispiel dann in die andere Richtung tradet. Ne? Also das ist zum Glück durch den Marktpreis ja so, dass wir eigentlich fast immer ein Angebot, also dass das Angebot auch auf eine Nachfrage trifft. Also da muss man sich wenig Sorgen machen, dass man dann auf der einen Seite irgendwie zu wenig Leute findet, die man hedgt. Und auch die Modelle von den Pensionskassen, die sind auch alle, ich sage mal, von der Systematik her ähnlich, aber die sind schon alle unterschiedlich. Ne? Das, was ich eben zum Beispiel da gezeigt habe, es kann sein, dass der eine damit arbeitet mit 20% Risikopuffer, der andere mit 30% und so weiter. Also von daher wären auch dann solche Optionen, die man einsetzt, die werden dann auch dann deutlich unterschiedlich. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass tatsächlich alle Großen jetzt eine Art von Option kaufen würden. Prima, dann denke ich, können wir an der Stelle beenden. Ja, ich schließe mich hier den Feedbacks an. Vielen, vielen Dank für das tolle Webinar. Und das war und wird auch nicht das letzte Webinar mit dir zusammen sein. Also können Sie da entsprechend gespannt sein. Wir werden natürlich benachrichtigt, auch über unseren Newsletter, wenn wir mit Marc wieder einen Termin dann vereinbart haben. Und ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie heute live dabei waren. Und ja, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Marc, du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich wünsche viel Erfolg beim Anwenden und freue mich, wenn ich den einen oder anderen im nächsten Webinar wieder höre. Ciao.